Was wiegst du? Ich weiß nicht hundertprozentig, irgendwas zwischen 1,70 und 1,80, 170 und 180, irgendwas in der Richtung. Hauptberuflich machst du YouTube-Livestreams. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und wir legen los. Hast du ein Problem mit Kritik? Kritik an sich habe ich kein Problem. Aber es kommt natürlich immer auf viele verschiedene Faktoren an. Wenn jemand zu mir herkommt und sagt, du, dann denke ich mir so. Und weiter? Es gibt natürlich immer Unterschiede. Es gibt Kritik, die einen verletzt. Es gibt Kritik, die einen aufbaut. Es gibt Kritik, die einen vielleicht auch neue Ideen bringt. Das ist zumindest bei mir oft der Fall. Mit Kritik selber habe ich kein Problem. Es kommt immer darauf an, wie die Kritik angebracht wird. Und es kommt natürlich bei meistens, ich weiß nicht, das wirst du vielleicht auch so sehen, bei Kritik kommt es auch viel immer darauf an, wer die Kritik anbringt. Wenn natürlich jetzt jemand herkommt, total ranzig ist und sagt, du schaust ranzig aus, dann denke ich mir auch so, schau mal in den Spiegel. Was denkst du, warum die Hater das machen, was sie machen? Ja, das ist das, was ich meine, weil das Problem ist, die Hater haben viele verschiedene Aspekte, warum sie das machen. Achso. Es gibt Hater, die haten mich einfach aus Geselligkeit. Sprich, weil andere Leute mich haten, die sie ihm vielleicht mögen oder die Also Freunde Mitläufer sind. halt. Genau, der typische, das ist ja so die Mehrheit auch wahrscheinlich. Es gibt Hater, die einfach bestimmte Aspekte von meinen Sachen, von meinen Videos oder auch von Hater-Sachen mitgekriegt haben, wo sie nicht mögen und wo sie halt denken, ja, was ich für ein Idiot bin und deswegen kommen sie und machen auch, gehen auf mich los. Viele sind wahrscheinlich auch einfach auf irgendwelche Fake-Informationen reingefallen, weil viele Hater sagen zu mir immer Lügenlord, dass ich lüge. Auf der anderen Seite wiederum sind es aber Hater, die dann selber irgendwelche Lügen im Internet verbreiten und darauf fallen wiederum andere rein und die sind dann wiederum Hass auf mich, Kommen weil, wir ja. zur nächsten Frage. Du hast es gerade schon angesprochen. Lügenlord, ein Ja. Spitzname, den dir die Hater gegeben haben. Richtig. Berechtigt? Das ist die Frage. Ja, schon ein bisschen. Ne? Du hast schon. Ist ja auch Ich nicht. habe hab gelogen, definitiv. Das streite ich nicht ab. Die Frage ist, ob man mich deswegen Lügenlord nennen muss, weil viele meiner Lügen, nicht alle, aber viele meiner Lügen sind halt unter anderem darauf aufgebaut, dass ich entweder andere Menschen schützen will und dann halt Oder irgendwas dich selber erzähle, schützen weil willst? ich tausend. Mich selber schützen ist eigentlich nicht unbedingt der Fall, weil ich habe da an sich eigentlich kein Problem. Aber bei vielen Sachen, zum Beispiel, wenn es um meine Arbeit geht oder wenn es um meine Familie geht oder meine Freunde geht oder meine Freundinnen geht, es ist oft so, dass ich halt wirklich schauen muss, was ich sage. Und weil ich halt die Fragen dann nicht einmal, nicht zweimal oder dreimal gestellt kriege, sondern gleich 100 Mal und die halt nicht damit zufrieden sind, wenn ich sage, ja, Privatsache geht euch nichts an, kriege ich die Frage trotzdem nochmal gestellt und dann sage ich halt irgendwann einfach irgendwas. Ja, ich weiß, was du Und meinst. das ist halt so, also Lügenlord. Ist halt die Frage, Lügen selber, ja, würde ich sagen, auf Grundlage der Sache, dass ich lüge, ja, ist es berechtigt. Aber aufgrund der Tatsache, dass halt auch viele Lügen einfach Notlügen oder Aber Abschweifungen sind für irgendwas. du bist Legastheniker? Ja. Also du kannst nicht gut lesen und schreiben? Legasthenie und ADS, also. Ich habe Probleme mit meiner Konzentration. Habe ich auch. Habe auch ADS. Ja, genau, was mir erzählt, ja. Also mit ADS kennst du dich ja dann aus dementsprechend. Aber Legasthenie ist halt vor allem, Legasthenie ist etwas, was oft mit ADS aneinander geht. Ich bin mittlerweile, ich schreibe auch eigene Geschichten und Bücher und was weiß ich alles und Drachengeschichten. viele Erotikgeschichten auch unter anderem. Erotisch, ja, da Ja. kommen wir auch noch zu. Ich habe da einiges Ja. auf Pornhub gefunden von dir. Ja, das ist nicht unbedingt das, was ich meinte, aber ja, also ich habe auch Bücher geschrieben, Ach die in die so, Richtung gehen. Romane oder so Romanzen Ja, oder? ich habe tatsächlich ein Buch vor kurzem geschrieben, das habe ich dann auch versucht zu veröffentlichen, auch zu verkaufen. Das hat nicht funktioniert, weil die mich dann irgendwie da gesperrt haben, weil es angeblich falsch einsortiert war, obwohl ich es unter Erotik und was weiß ich alles gemacht habe. Heißt, ja, ist pornografisch, geht nicht. Wie viele Habe ich ein Seiten hat das komplettes, Buch? müsste ich nachschauen, habe ich auf dem Rechner, Aber jetzt aber. gerade, wie kannst du denn ein Buch schreiben, wenn du Legasthenie hast? Oder hast du jemanden, der dir Also, hilft? naja, es läuft in erster Linie viel über die Rechtschreibprogramme. Ach so. Und dadurch, dass ich mich sehr viel aufgrund des Schreibens auch sehr viel mit dem Schreiben selbst beschäftige, wenn ich irgendwas zum Beispiel nicht weiß, man hat ja bei Google, gehe ich einfach auf Google, dann hat man einfach die Audio Voice. Und Ja, okay. dann gehe ich einfach so und sage einfach pornografisch, beispielsweise. So, Manuela und lechzte nach seinem harten Lied. Naja, speziell einzelne Worte vor allem. Wenn Okay. ich irgendwie sehe, weil Programme schauen ja normalerweise und dann ringeln die dann ja rot, wenn irgendwas falsch geschrieben ist. Und wenn die roten Ringel sind, dann versuche ich das erstmal aus dem Kopf selber zu schreiben oder versuche es selber zu korrigieren oder versuche es über Rechtsklick mit dem Programm zu korrigieren. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert, weil manchmal sind die Worte so falsch geschrieben, dass das auch das Programm nicht checkt, und dann gehe ich halt einfach her und mache das mit der Audio Voice über Google, dann schreibt sie mir das Wort richtig rein, Okay. dann schaue ich nochmal nach, ob das richtig das Wort ist und dann haue ich es rein in mein Ding und dann.
funktioniert schon so halbwegs. Und ansonsten lasse ich meine Mädels drüber schauen oder ein paar Kumpels. Es gibt schon immer mal den einen oder anderen. Gibt es Äußerungen oder gab es Äußerungen, die du bereust? Meine Adresse. Deine Adresse, natürlich, ganz klar. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wobei man natürlich dazu sagen muss, heutzutage wäre das, also jetzt in der jetzigen Situation mit diesen ganzen 100.007 Abonnenten, die ich jetzt mittlerweile habe, oder 100.008 Abonnenten, die ich habe, hätte früher oder später sowieso jemand rausgefunden. Also es gibt ein paar Hater, wie zum Beispiel den sogenannten, den sogenannten Schanzenlord oder Schanzenlard heißt der, oder Schmutzlard heißt der, und der ist halt hier im Internet unterwegs und hatet mich und ist aber auch hier aus der Gegend, also er kommt aus Neustadt oder aus der Umgebung von Neustadt. Der ist auch mittlerweile von der Polizei schon öfter angetroffen worden, verwarnt worden und so weiter, der hat auch viel im Internet immer gepostet. Okay, aber Adresse hast du bereust, was bereust noch? Was hast du mal gesagt, wo du sagst so, war jetzt nicht cool? Was ich bereue auf jeden Fall, sind so Aussagen wie, der Holocaust ist eine nice Sache, weil es war in einem sarkastischen Satz gesagt und das habe ich anscheinend nicht richtig rübergebracht. Jetzt was, da und dazu kommt, Rainer, sowas kannst du nicht sagen, ne? Die Sache ist die, das war erstens mal ist die Sache die, ist nicht viel besser, aber erstens mal ist die Sache die, ich habe das damals verwechselt. Ich dachte, der Holocaust ist diese Aktion bei Hiroshima gewesen, mit der Atombombe. Was? Ich bin alles andere als ein Nazi, im Gegenteil. Meine ganze Aktion auf YouTube hat ja überhaupt angefangen, wegen diesen Nazis damals, auf diesem Nazi-Forum, die dann angefangen haben, mein Zeug zu posten, zu veröffentlichen, zu leaken und so weiter, meine Familie zu bedrohen, und so ist es überhaupt entstanden. Also das ist, meine ganze Karriere ist ja im Prinzip nur deswegen so explodiert, sag ich mal, wenn man das Karriere nennen will, weil ich eben gegen diese Nazis bin. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Ich habe Freunde, ich bin mit einem Menschen aufgewachsen, der ist Russe. Mein bester Freund gewesen, fast meine ganze Schulzeit weiter. Also wenn ich nicht Nazi wäre, würde ich allein von ihm aufs Maul kriegen. Hat sich die Frage auch erledigt, weil es wäre die nächste Frage gewesen. Hater sagen, du seist rassistisch. Mhm. Aber es gibt natürlich schon mal die eine oder andere rassistische Aussage, die man vielleicht mal im Zorn sagt, wenn die Leute vor meiner Tür stehen. Viele sagen, dass du gar kein Mobbingopfer bist, weil du ja auf die Konfrontation eingehst. Ich weiß nicht, inwieweit man nicht zum Opfer wird, weil man auf eine Konfrontation eingeht. Ja, den Zusammenhang verstehe ich dann nicht. Nee, das sagen die Leute. Ja, verstehe schon. Wir mobben ihn ja gar nicht, er geht ja selber darauf ein, er macht ja mit. Ich muss dazu sagen, eigentlich ist es das gar nicht. Es ist natürlich problematisch, wenn die gerade vor Ort sind. Wenn die Situation da ist, dass welche vor Ort sind, dass welche Scheiße bauen, dass welche über den Zaun blättern und so weiter. Das ist natürlich in dem Moment ein riesiger Adrenalinstoß, der auch manchmal schon so ist, dass ich wirklich schon mehr als eine Tür zerlegt habe in meiner Aggression. Aber ich bin halt wirklich so aggressiv und so stinksauer. Aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe tief im Kopf irgendwo einen Schalter, den ich einfach nicht umlegen kann. Die Hater lachen sich da immer den Arsch drüber ab. Ich bin Pazifist, ich hasse Gewalt über alles. Was nicht heißt, dass ich keine Gewalt einsetze, um mich zu verteidigen, meinen Grundstück zu verteidigen, meine Familie zu verteidigen. Aber ich habe danach, wenn ich jemanden aufs Maul hau, das ist doch schon passiert, ich meine, ich habe einen Zahn verloren, weil das auch schon mal dazu gekommen ist. Echt? Ja. Der ist rausgehauen worden, ja? Scheiße. Ja. Ich habe den auch noch nicht machen lassen, weil ich gesagt habe, ich scheiße da drauf. Vor allem, ich habe so richtig geile Schneidezähne, so richtig spitze Zähne, bin stolz drauf und es ist genau dieser eine Zahn. Und voll ärgerlich, aber worauf ich hinaus will, ist der Grund, warum ich so viel rumschreie. Ich habe mittlerweile zig Anzeigen am Hals, weil ich immer rumschreie. Aber ich sag mal so, wenn ich nicht rumschreien würde, es ist eine Art Ventil für mich, dann würde ich rausgehen, ich würde die, wie du selber gesagt hast, ich würde die zermatschen. Beleidigst du regelmäßig Minderheiten und Frauen? Minderheiten und Frauen eigentlich nicht. Das geht ja wieder in die Richtung Rassismus. Rassismus, kleinwüchsige Minderheiten, halt einfach so. Was ich beleidige, sind arbeitslose Studenten, die vor meiner Haustür stehen und rumschreien. Und auch in diesem Bezug. Aber ob das eine Minderheit ist, ist die Frage. Und ich habe Freunde in meinem Bekanntenkreis. Eine Minderheit ist es ja eigentlich nicht mehr, weil das sind ja ordentlich viele Hater. Das ist ja keine Minderheit mehr, das sind ja schon viele, ne? Das ist richtig, ja. Also kann man jetzt vielleicht dazu sagen, ich bin ja in der Sonderschule gewesen so. Und aufgrund dessen, weil bei uns in der Sonderschule war direkt daneben die sogenannte Franziskusschule. Und die Franziskusschule, da waren Behinderte auch Leute, ne? Also wirklich von geistigen bis körperlichen Behinderungen war da alles vertreten. Und wir hatten in der dritten und vierten Klasse mit denen viel Unterricht, so wurde halt absichtlich, also es war so spezieller Unterricht, ne, so, ich weiß gar nicht, wie die das genannt haben, irgendwie so Sozialkunde oder sowas, wo man sich halt mit Menschen beschäftigt, die halt wirklich auch Behinderungen haben, von körperlichen bis geistigen,
Und deswegen bin ich eigentlich mit einer sehr großen Toleranz aufgewachsen. So. Deswegen, es gibt hier und da natürlich Sachen, wo ich mal beleidigt habe, aber nichts, was nicht irgendwie mit Hate oder so zu tun hat. Also nichts, was aus einem Affekt heraus entstanden ist, sondern wirklich nur Situationen, die... ja, es sind halt wirklich nur Affektsachen gewesen. Wenn die Leute von meiner Haustür stehen, sag ich da irgendwas, aber so nichts, wo ich jetzt auf spezielle eigene Minderheiten losgehe. Kriegst du viele Geschenke von deinen Fans? Ja, also es gibt schon einiges, was da kommt. Es sind auch wirklich Geschenke, die wirklich von nichts auf wirklich alles rauskommen. Beispielsweise die Nintendo Switch. Hast du geschenkt bekommen? Die habe ich geschenkt bekommen, ja. Echt, ja? Ja, ja. Sowas bekommt man, warum bekomme ich nicht sowas geschenkt? Man sieht es auch gerade mit Pokémon Go. Evoli. Du kannst ja ein Geschenk bekommen einfach. Ja. Wie? Von einem Zuschauer, der hier war. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Energy Drinks. Echt? Wenn du mich jetzt so flagst, ich kann es dir gar nicht sagen. Also Videospiele könnte man sagen, weil Videospiele teuer sind und ich mir halt ab und zu mal alle zwei Monate oder was mal wirklich zwei, drei Videospiele kaufe. Was die Menge an Geld angeht, würde ich sagen Videospiele und Energy Drinks. Ich trinke auch ab und zu mal Alkohol, aber da kaufe ich mir einen Kasten, der reicht mir locker einen Monat. So. Okay. Und weil ich bin absolut, ich habe mit von Drogen halt zum Beispiel gar nichts. Also ich habe nichts in irgendwelchen Drogen. Ich trinke Bier, ich trinke Kaffee und ich rauche Zigaretten. So, aber normale halt so. Und deswegen gebe ich in die Richtung nichts an Kohle aus. Hm. Und ansonsten gibt es da nichts in die Richtung. Also würde sagen Videospiele und Ding. Sonst fällt mir nichts ein. Strom. So, kommen wir zum Thema Sex, Rainer. Oh je. Wie bist du sexuell orientiert? Ich bin bisexuell. Bisexuell? Ja, also ich stehe auf Männer und auf Frauen. Ah, Mann, ist ein Hübscher, guck mal. Okay, ja, ist ja nicht schlimm. Jedem seins. Ist ja, ja. Jetzt auch kein Grund, immer noch für mich nicht nachvollziehbar, warum das alles so ist. Ja, ich werde sehr oft darauf fokussiert, dass ich ja bisexuell bin, dass ich mir auch... Warte, das kommt... Werde auf jeden Fall oft deswegen beleidigt. So. Findest du Sex mit Tieren interessant? Nein. Ja, so man könnte, man könnte, man könnte, man könnte so vielleicht... Neugiermäßig. Man könnte ich vielleicht dazu sagen... Arman, was suchst du hier für Fragen raus, Alter? Ich bin, man könnte es so sagen. Ich bin mal in Discord gewesen, da in Teamspeak damals gewesen, in meinem eigenen Server, und habe damals mit Leuten über Sex diskutiert. So, es sind alles Erwachsene gewesen, waren also keine Kinder oder sonst was dabei, es waren alles erwachsene Leute, die über 18, 20 waren. So, und wie es halt so ist, wenn man sich Pornos raussucht, und ich bin keiner, der sich irgendwelche speziellen Personen raussucht, sondern ich schaue halt einfach, ich gebe halt einfach Porno ein und gebe halt dann geile Melf oder so, oder irgend so einen Scheiß halt, und dann suche ich mal halt raus, was ich finde. Und aufgrund dessen kommst du auf viele beknackte Seiten, wo dann irgendwelche Sachen sind, dann siehst du bloß irgendwelche Profilbilder. So, ich bin auf irgendwann, und da war zwischen all den Pornos, war ein Typ im Wasser gestanden, bis zu der Hüfte, und da war ein Delfin nebendran. Und ich dachte mir, was macht das unter den ganzen Pornos? Ja, und ich habe mir das dann halt mal kurz angeschaut, weil es halt merkwürdig war, weil es so ein ganzes Pornos war. Und der Delfin. Und darüber habe ich. Nee. Soweit ich weiß, nur. geblasen. Aber wie gesagt, das Delfin war. Delfin hat doch spitze Zähne, der hat doch über. Nee. Falsch, andersrum. Er dem Delfin. Er hat dem Delfin angeblasen. Wow. Wie will ich aussehen? Du hast auf Pornhub einen Account. Hatte. Ich habe gesperrt dort. Den haben die Hater sperren lassen. Beziehungsweise die Hater haben den Account damals gehackt, weil ich Idiot vergessen habe, eine doppelte Authentifizierung zu machen. Haben sie es geschafft, den Account zu hacken. Wie sie es angestellt haben, weiß ich bis heute nicht, weil es eigentlich über YouTube alles war. Oder über meinen YouTube-Account, über meine E-Mail und alles. Da kommen die eigentlich nicht ran. Also ganz merkwürdig, wie sie es geschafft haben. Und der Account wurde gesperrt. Beziehungsweise der wurde gelöscht. Und als ich einen neuen gemacht habe, wurde er wieder gesperrt. Und deswegen konnte ich da nichts mehr machen. Ich bin mittlerweile auf X-Hamster, aber da mache ich nichts mehr. Was war die Intention dahinter? Ein bisschen Geld verdienen. Die Hauptintention, das ist das Interessante daran, war kein Geld verdienen. Obwohl es dann auch bei Pornhub funktioniert hätte. Nee, die Hauptintention dahinter war, weil ich so viele Fake-Weiber, haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen, so Fake-Haterinnen, Weiberinnen, was auch immer, hatte. Und wenn man so halt mit Mädels mal schreibt und so und dann halt auch länger schreibt und sich auch gut versteht und dann auch mal sich gegenseitig Bilder schickt, ja, und der einen habe ich halt mal ein Bild und ein Video geschickt, ja, und das ist natürlich irgendwo im Netz gelandet, so. Und der Grund, warum ich dann Pornhub angefangen habe, war, um den Hatern den Wind aus die Segel zu nehmen, so im Sinne von, ich habe kein Problem mit meiner Sexualität. Habe mich dann dahingestellt, habe die Videos, wo ich der geschickt habe, hochgeladen, plus zwei, drei weitere.
Und das Interessante war dann bei Pornhub, dass das wurde sogar bei der Bildzeitung gesagt, wer will das denn sehen? Ja, offensichtlich ziemlich viele, hat innerhalb von 2 Tagen 250.000 Aufrufe. war richtig übel so und Wahnsinn. Ja, dann habe ich das dann so gemacht und habe da ein bisschen was gemacht und hat sich auch rausgestellt, man kann Geld verdienen. Habe ich gedacht, probiere ich halt mal aus. War auch interessant am Anfang. Also auch im Nachhinein würdest du nicht sagen, dass dich stört oder du es bereut hast? Wie gesagt, ich habe mit meiner Sexualität keine Probleme an sich und ich sag's mal so, Kinder sollten da eh keinen Zugriff drauf haben, weil wir vorhin Pädophilie hatten kurz oder noch kommt, keine Ahnung. Und deswegen, wie gesagt, ich sehe auch da keinerlei Probleme, wenn ich da in die Richtung irgendwas mache, weil letzten Endes ist es mein Bier. Kinder haben auf solche Seiten ohnehin nichts zu suchen, weil es ist ja nicht so, dass ich das YouTube hochlade. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich auf YouTube das hochlade, wo Kinder sind, sondern ich bin ja auf einer Erwachsenenplattform für Erwachsene, wo ich für Erwachsene was mache. So. Da sehe ich also keinerlei Probleme damit. Das könnte man natürlich sagen, ist moralisch verwerflich, das muss aber jeder selbst tun. Hast du eine Freundin? Momentan habe ich 2 sogar. 2 Freunde, die wissen voneinander? Die wissen voneinander, ja. Ja, du sagst ja auch überall. Sonst würde ich hier nicht sagen. Nee, ich habe aktuell tatsächlich 2, ja. Okay, siehst du die auch regelmäßig? Ja, die eine war ja jetzt erst da, bis Sonntag letzte Woche. Okay. Oder so. Weiß es gar nicht auswendig gerade. Ich vertue mich mit Tagen immer gerne. Und die andere wollte eigentlich auch kommen, das hat aber nicht funktioniert. Und jetzt, ja, treffe ich mich mit der auch irgendwann mal wieder. Dauert aber wahrscheinlich noch eine Weile. Mal schauen. Muss ich genau sagen. Wie oft hast du Sex? Also mittlerweile nicht mehr ganz so oft. Also wenn man auch jetzt Masturbation dazu zählt, versteht sich. Ja. Gehört ja auch zum Sex. Ja, irgendwie. Ja. Also wenn man Masturbation dazu zählt, mittlerweile nicht mehr so oft. Früher habe ich jeden Tag 2-3 Mal. Mit Ausnahmetagen natürlich, wo ich weniger oder öfter hatte. Wenn meine Mädels da sind, täglich 2-3 Mal. Wenn ich jetzt alleine bin, mittlerweile nicht mehr so, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen älter bin mittlerweile, ist der Drang nochmal ganz so hoch. Aber als Jugendlicher, was soll man jetzt sagen, ich war als Jugendlicher so spitz, dass ich sogar mich mal irgendwo ins Gebüsch geschmissen habe. Und dann da. Kommen wir jetzt erstmal zum Thema Hater. War es ein Fehler, vielleicht sogar der größte in deinem Leben, dass du deine Adresse preisgegeben hast? Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, heutzutage wäre es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, weil das sowieso früher oder später rausgekommen wäre, weil ich ja so viele Reichweite mittlerweile habe und viele ja auch wissen, wo ich herkomme so. Oder dadurch wüssten, wo ich herkomme, weil braucht mir bloß einer nachfahren, weil viele sagen, ja, zieh halt um. Ja, was ist da, wenn ich umziehe? Was denkst du, was sind deine Hater für Menschen? Hast du so einen Altersdurchschnitt? Durchschnitt ist immer, also der Durchschnitt ist zwischen 20 und 30, sag ich mal. Also ziemlich großer Durchschnitt, aber das Problem ist daran wirklich, es gibt wirklich welche, die zwischen 10 und 15 sind, die hierher kommen. Das ist aber eher die Minderheit. Und es gibt wirklich Leute, die tatsächlich über 50 sind, die hierher kommen. Habe ich auch schon gehabt. Also es gibt wirklich, ja, es ist echt so. Man sollte meinen, ja, einer, der über 30 ist oder generell einer, der über 25, 26 ist, sollte eigentlich mehr Verstand im Kopf haben. Mhm. Aber nee, also es gibt wirklich komplette überdurchschnittlich. Aber es ist ja auch schwer für dich zu differenzieren, weil vielleicht kommen ja auch Leute her, die dich wirklich feiern, die dich gerne haben, die dich unterstützen möchten, die dir vielleicht sogar helfen wollen. Aber du hast ja gesagt, jeder, der hierher kommt, ist ein Hater für dich. Genau, das hatten wir ja vorhin kurz geklärt, ne? Oder gesprochen. Aber vielleicht sind ja auch da wirklich Leute dabei, die dir helfen wollen. Es gibt auch solche Leute. Ich habe mich auch mit solchen Leuten oft schon unterhalten. Solche Sachen werden halt auch nicht veröffentlicht, aus gutem Grund, weil es halt Leute sind, die halt nichts machen in die Richtung. Aber grundsätzlich gilt halt für mich, das kann man vielleicht auch deutlich mal in die Kamera sagen, so. Deutlich gilt für mich tatsächlich, wer hierher kommt, ist für mich ein Hater. Es spielt für mich keine Rolle, mit welcher Absicht er hierher kommt, wenn er von mir nicht eingeladen ist. So, du bist jetzt eingeladen, beziehungsweise ihr seid jetzt eingeladen worden. Aber wenn ihr hierher kommt und nicht eingeladen seid, dann seid ihr definitiv für mich Hater. Oder auch, wenn mein Handy mich anruft oder sowas. Ja, weil das hat ja nichts verloren. Rainers Grundstück seht ihr übrigens in der nächsten Folge von Ein Tag im Leben von Rainer Winkler. Da gehen wir mal ein bisschen der Sache noch tiefer auf den Grund. Was denkst du, ehrlich gesagt, jetzt, wenn du mal ehrlich zu dir selber bist? Wie lange schaffst du das noch, das alles mitzumachen? Also ich sag's mal so. Wenn das Ganze hinhaut, dass ich irgendwann mal ein vernünftiges Tor wieder habe, einen blickdichten Zaun und alles, und ich weiß, dass keiner auf mein Grundstück kommen kann, noch 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, gar kein Thema. Aber es ist auch immer die Angst, dass dir jemand hier vielleicht, der sich hier reinschleicht, kann ja alles passieren, ne? Mir geht es vor allem darum, das den Hatern so schwer wie unmöglich zu machen. Also, hast du eine Nachricht an deine Nachbarn und Dorfbewohner? Ruf die Bullen an und hört auf, mich immer an zu schwätzen. Ich werde angemault, werde angeschwärzt, kriege Anzeigen über Anzeigen von meinen Nachbarn, weil ich rumschrei.
was mein Ventil ist, was wir gerade schon hatten, was mein Ventil ist, damit ich keinem aufs Maul hau. Und man muss dazu sagen, es gibt ein, zwei Leute, die wirklich die Polizei rufen, mittlerweile, nach Jahren. Aber es gibt halt wirklich genug, ich denke da speziell an eine Person, die sich da über einen Hund aufgeregt hat, die rumgeschrien hat. Fünf gegen meinen Hund, neulich erst, vor zwei, drei Tagen. Hab gesagt, nee, nichts gegen den Hund, aber ich habe was gegen dich, weil er einfach nicht die Bullen ruft. Der beschwert sich jedes Mal von früh bis spät rauf und runter. Ich helfe denen, das ist das Geilste. Ich gehe zu denen hoch und so und sag hier, Kameraaufnahmen, hier hast du die Kennzeichen von den Leuten, die auf deinem Grundstück und Grenze neulich, wenn du die anzeigen willst. So. Aber er schreibt mir eine Rechnung, wie ich am 20.08. hat er mir eine Rechnung geschrieben von 600 Euro, weil er zwei Tage, 600 Euro, weil er zwei Tage Betriebsausfall hatte, weil er zwei Tage nicht auf Arbeit gekonnt hat. Zwei Tage. Warum? Ja, weil er 20.08. war. Ja, der 20.08., weißt du ja, oder? Das ist, wo es hier so übelst abgegangen ist, wo hier so 500, 600 Leute waren. Und da ist der nicht auf Arbeit gefahren, zwei Tage lang vor allem. Nicht einen Tag, sondern zwei Tage. Hat der Betriebsausfall, hat mir eine Rechnung geschrieben, dass ich ihm 600 Euro zahlen muss. Was sind die bedrohlichsten Sachen, die denn jemals passiert sind? Dass ich mit dem Messer angegriffen wurde und mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Also schon. Das sind so die aggressivsten, die brutalsten Sachen gewesen. Einer hat mich mit dem Messer angegriffen. Viele lachen drüber, weil ich heute so aussehe, aber das ist ja schon 20 Jahre her oder was, oder 14 Jahre her. Ich habe ja früher auch Kampfsport gemacht, so 6 Jahre lang. Und aufgrund von Familie haben wir ja vorhin mal drüber gesprochen. Und viele lachen, weil ich heutzutage so aussehe, lachen heute viele drüber. Und meinen halt so, du kannst keinen Kampfsport. Aber ich habe halt meine Reaktionen in einem bestimmten Umkreis um mich herum, habe ich halt immer noch schnelle Reaktionen, auch wenn ich so aussehe. Ich habe halt keine Ausdauer, wenn es um schnelles Laufen geht oder langes Laufen geht so. Wenn es um Rennen geht oder so, versteht sich. Aber grundsätzlich bin ich halt immer noch schnell und habe gute Reflexe. Und ja, da wurde ich mit dem Messer angegriffen und habe dem dann das Messer abgenommen und der ist dann abgehauen, hat sich das Messer gepackt und ist abgehauen. Wenn du dein Leben nochmal von vorne anfangen könntest, ab welchem Zeitpunkt fängst du wieder an? Gar nicht. Machst genauso weit? Also ich würde genauso wieder alles machen, aber das liegt daran, dass meine Einstellung darauf basiert, der Mensch, der ich jetzt bin, der jetzt hier dir gegenüber sitzt, der kann ich gar nicht sein, wenn ich mein Leben irgendwo nur minimal, selbst wenn ich nur ein anderes Blatt in die Hand nehme, wenn ich nur einen anderen Stift in die Hand nehme. Ich glaube, ich habe den Namen vergessen, es gibt da so eine bestimmte Theorie dazu. Aber ich glaube, wenn du nur eine Kleinigkeit änderst, bist du sofort in einem parallelen Universum und lebst ein ganz anderes Leben. Mhm. Es reicht nur eine minimale Kleinigkeit in der Vergangenheit zu verändern. Ehrlich? Ja, hast du jemals daran gedacht, dich umzubringen? Aufgrund des Stresses? Das habe ich auch schon in meinen Videos erzählt. Ich habe tatsächlich, nicht wegen den Hatern. Muss man dazu sagen. Ich bin ja schon in der Schulzeit, ich bin ja 10 Jahre in der Schule gewesen und ich bin in diesen 10 Jahren auch bis aufs Blut gemobbt worden. Ich habe in meiner Schulzeit, glaube ich, nur eine Handvoll Tage gehabt, in den 9 Jahren, 10 Jahren, nur eine Handvoll Tage gehabt, in denen ich nicht jeden Tag geheult habe. Und ich war mit 12, 13, war ich das erste Mal mit einem Messer da gesessen, so weit da gesessen und habe mich umbringen wollen und habe immer überlegt, was machst du jetzt, wo stichst du am besten rein, so, wo ist das Herz, so. Aber es war oben in meinem Kinderzimmer damals. Zu dem Zeitpunkt gab es Ärger mit meiner Familie auch, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester und mit meinem Vater. Und mit meiner Oma. Naja gut, meine Oma hat sich da immer ein bisschen rausgehalten, so an sich. Die hat dann mal ihr eigenes Ding gemacht. Die hat in dem Zimmer hier gewohnt, wo wir jetzt drin sind, war die Küche früher. Und da wollte ich mich mit 12, 13 umbringen. Und wenn man sich in dem Alter das erste Mal umbringen will, das prägt einen das ganze Leben. Wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Es gibt nur eine einzige Sache in meinem Leben, die ich ändern würde, damit ich zufriedener bin. Das ist die Kohle. Weil wenn ich mehr Kohle hätte, wäre alles anderes. Also mit mehr Kohle könnte ich mein Haus machen, ich könnte mein Tor machen, ich könnte mit meinen Mädels was machen, könnte vielleicht sogar mit meinen Mädels das ein oder andere Kind zeugen, könnte meine Familie aufbauen, eine richtig große Familie aufbauen, weil ich möchte eigentlich gerne 3, 4 Kinder mindestens. Ja, das ist viel, aber alles liegt alles nur um Geld. Also ich bin glücklich mit meinem Leben. Wie beschäftigst du dich täglich? Spaß. Natürlich. Außer Onanieren. Wenn es nach den Eltern geht, mache ich das den ganzen Tag. Nee, also ganz unterschiedlich. Also meistens stehe ich morgens auf und schaue meine Analysen an, so ein bisschen von den Videos, wenn ich am Vortag was gemacht habe. Nicht jeden Tag, wenn ich am Vortag was gemacht habe, so videotechnisch, schaue ich mir so ein bisschen die Kommentare an, lese ein bisschen Kommentare durch. Manchmal bekommt man dann natürlich so seine Paras, wenn man sowas liest. Meistens mache ich das dann neben einem Kaffee trinken oder so. Plan dann so meinen Tag durch. Was mache ich? Mache ich heute einen Livestream? Wenn ja, wann mache ich den Livestream? Mache ich ihn dann wirklich? Weiß ich noch nicht. Das kommt dann immer auf den Tag drauf an. Habe ich heute irgendwelche Termine mit Polizei, Gemeinde, mit Feuerwehr, mit Sparkasse, mit was der Geier, was irgendwas hat, irgendein Scheiß sein. Irgendwo halt, wo ich Termine habe, so was weiß ich.
dann plane ich halt, wann das ist und so. Und ansonsten hocke ich dann am Rechner und nehme Let's Plays auf oder mache irgendwas anderes. Schreibe meine Videos, nehme ein neues Video auf, schreibe Skripte, schreibe an meinen Büchern, mache meine Musik. Habe jetzt einen neuen Song, der jetzt auch bald rauskommt. Neuen Song? Ja, neuen Song. Das ist so ein bisschen so Skripte. Kann man schon verraten, wie der heißt? Mana. Mana? Soll der heißen. Mana, Mana? Ist aber Mana. Einfach nur Mana, wie das Mana. Die Kraft in einem. Achso. Ne, wie das Ki oder das Chi oder wie auch immer man es bezeichnet, wenn das Mana okay. hat. Genau, und so in die Richtung geht er. Aber wir wissen wann noch, kommt der? Wissen wir noch nicht. Also, ich wollte gestern Abend Aufnahmen machen, habe ich dann aufgrund verschiedener Aktionen nicht mehr hingekriegt. Wollte ich jetzt eigentlich heute machen, aber geht ja heute auch nicht, weil wir jetzt heute das hier machen. Also ich denke, morgen oder übermorgen mache ich die Aufnahmen gar fertig. Und ich habe aber schon die ersten Dinger gehört, so wie wir es schon gemacht haben, weil ich habe schon Aufnahmen gehabt und so, wo ich fertig war. Aber ein paar Sachen sind total übersteuert gewesen, die musste ich nochmal neu aufnehmen, weil es überhaupt nicht funktioniert. Wenn du jetzt mal ganz ehrlich zu dir selber bist, wie viel Wut trägst du in dir? Ich bin immer sehr, also ich rühme mich immer der Tatsache, dass ich eigentlich einer der Menschen bin, der sich selbst selten belügt oder wenig belügt, weil viele Menschen belügen sich ja selber aus eigenem Schutz und sonst was. Die Frage ist schwierig, weil ich würde sagen, ich trage sehr, sehr, sehr viel Wut in mir, also extrem viel. Aber ich würde sagen, diese Wut ist grundsätzlich kein Teil von mir, sondern die keimt immer nur dann auf, wenn eine Situation passiert, in der ich wütend bin. Also oder wütend werde. Es gibt bestimmte Sachen, die mich triggern, die sind aber im Laufe der Jahre, aufgrund der ganzen Hate-Aktionen, sind die weniger geworden. Also ich habe früher, war ich sehr jähzornig. Ich habe mal einen Rechner gepackt und mal oben von dem Zimmer in das Zimmer da drüben geschmissen, über den Gang. weil ich so aggressiv war, weil der nicht gegangen ist und alles und ich mich tierisch aufgeregt habe. Oh, ich hab so Muskelkater im Bein, ey. Ja, deswegen habe ich mich vorhin auch anders hingesetzt. Hast du auch Muskelkater, ja? Ja, Muskelkater nicht, aber es drückt halt hier aufs ja. immer. Also im Prinzip ist es so, dass ich tatsächlich ziemlich viel Wut in mich habe, aber wie ich das genau äußert, weiß ich, kann ich so nicht sagen. Das ist halt immer situationsabhängig. An sich bin ich eigentlich ein sehr entspannter Mensch, ein sehr ruhiger Mensch. Rede auch eigentlich nicht so viel, auch wenn es sich anders anhört. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und damit komme ich auch zur letzten Frage, die ich jedem stelle. Rainer, wie groß ist dein Penis? Die Hater würden jetzt darüber lachen, aber ich sage 16,5, wenn es nur um die Länge geht. Die Dicke kann ich dir nicht sagen, die weiß ich nicht. Wer ihm nicht glaubt, könnte gerne auf Pornhub nachgucken. Naja, dazu muss man ja sagen, dass es bei mir aufgrund meines Übergewichts, weil ich ja hier sieht ein bisschen anders. Sieht anders aus. Alles ja. ein bisschen zurückziehen. Also meine Mädels würden wahrscheinlich mir zustimmen. Danke auf jeden Fall, dass du da warst. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.